Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute der vierte Spieltag der WM-Qualifikation. Ja, und heute haben wir als Gegner Kolumbien. Ja, vielleicht ein bisschen schwererer Gegner als die letzten beiden es waren. Die Ausstellung muss so passen. Schauen wir uns kurz nochmal die Gruppentabelle vor Spielbeginn an. Die sieht so aus. Wir natürlich Argentinien Gruppenführer. Kolumbien auf Platz 4. Also haben wir schon einen etwas anspruchsvolleren Gegner. Vielleicht schon als, ob man es jetzt schon als Härtetest bezeichnen kann, weiß ich nicht. Wir werden es im Laufe des Spiels dann sehen, wie stark sie sind, die Kolumbianer. Stellen wir die Trikots kurz ein. So, die Aufstellung passt auch alles, dann geht's los. Und eine interessante Statistik vor Beginn des Spiels: Nirgends sterben mehr Menschen an beim Rattenbissen als Kolumbien. Ja, manchmal sehr verblüffende Fakten, die da einem geboten werden. Aber trotzdem interessant. So, da fängt es auch an. Wir peilen natürlich den vierten Sieg im vierten Spiel an, um noch einen weiteren Schritt Richtung WM zu machen. Das ist klar. So, Kolumbien in Gelb-Blau und wir in Blau-Weiß, das wisst ihr. Ich muss mich für einen kleinen Vorfall entschuldigen, und zwar der zweite Teil des dritten Spieltags kam leider erst heute drauf. Ich habe es gestern Abend leider nicht mehr zeitlich geschafft, das Ding noch drauf hochzuladen. Deswegen kam es heute erst nach. Ich hoffe, damit habt ihr kein Problem gehabt. Ja, das Hochladen ging gestern ein bisschen länger, als ich erwartet habe, und deswegen kam es erst heute drauf. Ich hoffe, ihr werdet es mir nicht allzu übel nehmen. Und es gibt die erste Ecke für uns jetzt in dem Spiel. Und die bringt nichts ein. Ja, dann möchte ich eine kleine Ankündigung noch machen. Mittwoch stehen ja alle WM-Teilnehmer für die WM 2014 fest. Ich möchte dann so eine kleine Teamanalyse starten während den Let's Plays hier und werde da jedes Team unter die Lupe nehmen. Manche mehr, manche weniger. Kommt auch drauf an, wie viel ich über ein Team weiß. Ich finde, das ist mal eine gute Idee, um nebenbei hier das Spiel mal laufen zu lassen. Und Möglichkeit. Ach, was war das denn? Eigentor, das gibt's doch nicht. Ärgert dich sowas. Und da haben wir wieder das Gegentor. Man muss sagen, es geht in letzter Zeit auch nicht mehr ohne Gegentor. Jetzt gleich das 1-1. Ja, also ab Mittwoch dann die Analyse. Pro Video werden da wahrscheinlich zwei, drei Teams unter die Lupe genommen. Ich hoffe, dass es mal was eine interessante Abwechslung und auch mal was Aktuelles ist. Finde ich, gehört auch immer dazu noch. Und jetzt, da geht der Ball am Spieler vorbei. Schade. Also durch dieses, ja, ein dummes Eigentor war es eigentlich schon geraten, wie im Rückstand hier. Also schon ein bisschen ungeplant kommt das Tor jetzt. Und, guter Kopfball, aber genau auf dem Torwart. Wie lange haben wir noch? Ja, eine halbe Stunde haben wir gespielt. Ja, dieses 1:0 wirft uns jetzt natürlich ein bisschen aus der Bahn jetzt hier. Und die wollen nachlegen, die Kolumbianer. Der geht daneben. Ja, da kann man es doch schon als Härtetest bezeichnen. Eben habe ich noch ein bisschen Zweifel dran gehabt, ja, aber die spielen richtig guten Fußball, das muss man anerkennen. Das muss man schon anerkennen. Und das war ein Foul. Das wird auf Vorteil entschieden, schade.
Da hätte man ruhig mal auf Foul entscheiden können. Macht er aber nicht, der Schiedsrichter. 1-0 für Ecuador. Und jetzt gibt's die nächste Möglichkeit und gut gemacht, ein Tor. Gut gemacht. Ah, was ist das denn? Gibt's ja nicht. Bisschen unkonzentriert sind meine Spieler heute. Das hat man jetzt wieder hier gesehen. Jetzt gibt's die Chance. Ah, ein Pfosten. Pfosten steht am Weg. Schade. Irgendwie heute einen hohen Spannungsfaktor, das Spiel, muss man schon irgendwie sagen. Und jetzt die Möglichkeit. Und Möglichkeit jetzt, ne? Ja, da war es ein bisschen zu kompliziert und jetzt ist Halbzeit. 1-0 für Kolumbien durch das Eigentor von Milito. Und wir machen und sehen uns gleich wieder.